Habt ihr Angst, dass irgendjemand Fremdes in euren Stall reingeht, dann tut einfach ein Schloss in eurem Stall dranhängen und ich werde euch jetzt erklären, wie das geht. Also schauen wir uns das Video heute an. Also habt ihr Angst, jemand Fremdes kommt einfach in eurem Grundstück und tut die Hasen raus, tut sie verfüttern, dass sie krank werden oder sowas? Das zeige ich euch. Diesen Schloss verhindert es, dass irgendjemand in eurem Stall reingeht. Ich habe jetzt nur eins gehabt, dass ihr halt, also das, weil oben könnt ihr dann, ihr könnt vier Stück, also drei Stück kaufen, dann tut ihr es einfach da dranhängen. Warte, ich zeig's euch. So, jetzt zeige ich euch, wie ihr das machen könnt, dass kein fremder Mieter oder so irgendein Kartoffelschein, wo ungesund ist, einfach raus. Und da braucht ihr keine Angst mehr haben, wenn ihr auf die Arbeit geht oder euer Vermieter, also euer Mieter oder irgendjemand. Nur ein Beispiel, dass ihr keine Angst habt, dass irgendjemand Fremdes in eurem Grundstück reingeht, die Hasen klaut und dass ihr keine Angst habt, dass die Hasen wegkommen, dass die Hasen vielleicht krank werden, weil irgendjemand Fremdes Bananenschale oder was da Kuckuck, Kartoffelschalen reintut. Kartoffelschalen ist nämlich schädlich für Hasen, die kriegen Blähungen, zack, fressen ab auch und es sollen die halt nicht fressen. Dann kauft einfach für 5,99 € oder für 3,99 €, ich weiß nicht gerade, wie der Schloss gekostet hat, das habe ich nämlich gerade von meinen Eltern ausgeliehen. Ja, also wenn ihr dann halt Angst habt, dann kauft es einfach für 3 oder 4,99 €, dann braucht ihr keine Angst mehr haben, wenn ihr zur Schule oder zur Arbeit geht, dass irgendjemand Fremdes in euer Hase reingeht. Weil dann gibt es auch keine Diskussion, deswegen ist es besser, dass ihr dahin geht. Da könnt ihr noch am besten 1, 2, 3 Stück davon kaufen, das kostet, ja, und dann habt ihr auch das Problem nicht mehr, dass das dann passiert. Schau, das ist voll sicher. Geht nicht mehr auf. Und dann könnt ihr es auch aufsperren. Und dann ist es wieder offen. Schaut. So. Ich kann euch jetzt mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Jetzt mache ich das mal so. Wartet. So, und jetzt ist es zu und jetzt geht es nicht mehr auf. Schaut. Da bräuchtet ihr halt noch eins, dann ist es ganz zu. Unten oben zwei, unten eins. Dann geht das Schloss nicht mehr auf. Unten wäre am besten auch zwei Schlösser, am besten kleine, ein großes und ein kleines. Es gibt es in 1-Euro-Job. Das ist auch gut geeignet, dass dies halt nicht aufgeht, das Schloss. Da gibt's auch so einen Schlüssel davon. Da müsst ihr halt mal gucken. Müsst halt einfach mal in einen Euro-Shop gucken, in den großen 1-Euro-Shop, wo die Schlösser gibt und dann könnt ihr das gucken. Das ist auch gut, weil die Hasen wollen nicht gerne, dass fremde Leute reingeht. Das ist besser, wenn ihr dann so ein Schloss schon am besten kaufen würdet, dass kein Fremder reingeht. Oder am besten Freunde, wo dir das nicht möchte, dass die das machen und die das nicht akzeptieren. Deswegen macht bitte das und am besten ein Schloss dran, dass da keiner aufmachen kann. Wenn ihr das Problem auch hattet.